Der YouTuber Ungespielt hat seit 2,5 Monaten keine neuen Videos hochgeladen. Bis jetzt. In seinem neuen Video spricht er über die Pause und die Gründe für diese. Weiteres nach dem Intro. Ungespielt ist umgezogen und hatte in der neuen Wohnung starke Internetprobleme. Dies war der Auslöser für seine lange Pause. Zuerst war sie für ihn ein Horror. Er steckt in einen Upload-Wahn, das heißt, er hat sich eingeredet, dass er täglich mehrere Videos produzieren muss und so konnte er keinen Abstand mehr gewinnen. In Phasen, wo er keine Lust hatte, Videos zu produzieren, hat er trotzdem Videos hochgeladen und sich somit nie eine richtige Auszeit bzw. Pause genommen, da ihm der YouTube-Algorithmus dies indirekt vorschrieb. Er hat in der Pause erkannt, dass er eine Sucht nach Bestätigung hatte. Mittlerweile stören ihn Zahlen, in diesem Fall die vielen Deabos durch seine Inaktivität, laut eigener Aussage nicht mehr. Sich auf Zahlen wie zum Beispiel den Abonnentenzuwachs zu fixieren, sieht er als großes Problem an, vermutet jedoch, dass die meisten großen YouTuber dieses Problem haben. Jetzt sieht er seine Pause als das Beste, was ihm passieren konnte. Er hat schon wieder seit 3 Wochen Internet, hat sich aber bewusst dafür entschieden, ein paar Wochen mehr Pause zu machen, um Abstand zu gewinnen. Er möchte jetzt besonders Livestreamen und somit seinen Fokus auf Twitch setzen. Dabei ist Gronkh sein Vorbild. YouTube-Videos wird es weiter, aber ohne Uploadplan geben. Er hat für sich festgelegt, dass er keine Ankündigungen mehr machen möchte. Ungespielt schrieb als Kommentar unter seinem Video: "Lese gerade schon die ersten Kommentare und merke, wie sehr ich euch Verrückte vermisst hab." Werdet ihr in der Zukunft Ungespielts Videos oder Streams schauen, schreibt's in die Kommentare. Über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, um keine YouTube-News mehr zu verpassen.